Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Um es vorwegzunehmen, wir Linke teilen das Anliegen, eine erneute Haftungsprüfung vorzunehmen. Diese Meinung basiert übrigens nicht und schon gar nicht ausschließlich auf dem Bericht des Brandenburger Landesrechnungshofs, in dem wir im Übrigen auch bestimmte Sachverhalte überhaupt nicht berücksichtigt sehen. Das betrifft insbesondere den Fakt, dass die Koordination der Akteure für die Wahrnahme der Eigentümerfunktion bei der Senatskanzlei bzw. bei der Staatskanzlei lagen, eben weil die Flughafengesellschaft keine normale Beteiligung ist. Und da gab und da gibt es vielfältige Abstimmungen bei jedem einzelnen Gesellschafter wie auch zwischen den Gesellschaftern, in der Regel auf der Ebene des regierenden Bürgermeisters und seines Brandenburger Kollegen des Ministerpräsidenten. Die sind nicht alle dokumentiert, die sind nicht alle protokolliert. Es bleibt aber, und das ist ja auch die Kritik des Rechnungshofs, dass die formelle Gesellschafterversammlung zu einem Appendix des Aufsichtsrats geworden ist, zumindest dem Anschein nach, zumindest nach der Dauer der Sitzungen. Das heißt nicht, dass es vorher keine Absprachen gegeben hat. Die hat es gegeben, aber diese Kritik ist eine fundamentale Kritik und darüber sollte sich jede Gebietskörperschaft Gedanken machen, wie werden Gesellschafterversammlungen ausgestattet, vollzogen und gibt man, und das ist ja der Vorwurf des Brandenburger Rechnungshofs auch, gibt man die eigenständige Kontrollfunktion als Gesellschafter auf, indem man die Gesellschafterversammlung zu einer formalen Abstimmungsangelegenheit macht. Kann man unterschiedlicher Meinung sein, das ist aber nicht der Grund, weswegen wir für die erneute Haftungsprüfung sind. Unsere heutige Zustimmung zur nochmaligen Haftungsprüfung ist vielmehr auch eine vorweggenommene Empfehlung aus der langwierigen und kurz vor dem Abschluss, Herr Kreins, stehenden Arbeit im Untersuchungsausschuss des Berliner Parlaments. Diese Haftungsprüfung hat unabhängig und vorbehaltlos zu erfolgen. Sie kann nicht, wie die vorherige, auf dem Bericht der alten Geschäftsführung oder auf von ihr, der alten Geschäftsführung selbst zusammengestellten Unterlagen beruhen, wie es eben der Fall war. Der Herr Schwarz hat die Unterlagen selber zusammengestellt, auf deren Grundlage ein Rechtsgutachten erstellt wurde, ob es denn zu entsprechenden Verfehlungen kam. Das ist doch absurd. Eine unabhängige Haftungsprüfung muss unabhängig erfolgen. Da muss der Haftungsprüfer auch alle Rechte und Möglichkeiten haben, nach eigenen Erkenntnissen Unterlagen zu suchen, Sachverhalte zu beleuchten und nicht nach dem, was ihm die Geschäftsführung vorgelegt hat. Insofern konnte die alte Haftungsprüfung nicht unabhängig und vorbehaltlos erfolgen. Und das sagen ja die Rechtsanwälte selbst, dass sie den Makel ihrer eigenen Untersuchung so benennen, finde ich dann schon einen sehr souveränen Umgang mit seiner Arbeit. Die Rechtsprechung, meine Damen und Herren, in den vergangenen Jahren zu Haftungsverpflichtungen von Aufsichtsräten führte zu klareren und anspruchsvolleren Anforderungen an Mitglieder von Aufsichtsräten. Und diese beziehen sich explizit auf die Art und Weise, wie der Aufsichtsrat seine Kontrollpflichten auszuüben hat, gerade auch dann, wenn die zu kontrollierende Gesellschaft in Turbulenzen gerät. Und das ist ja wohl hier der Fall. Ein Aufsichtsrat, der nicht bemerkt, dass die Geschäftsführung ihn belügt oder belogen hat, hat vermutlich nicht sorgfältig genug und möglicherweise fahrlässig knapp kontrolliert. Die Grundlage für eine Haftungsprüfung ist die Verfehlung der Geschäftsführung. Das noch mal ganz klar auch mal hingestellt. Und die ist in diesem Fall auch eindeutig belegt, mindestens durch die Zahlung aus der D&O-Versicherung. Warum der Aufsichtsrat trotz dieser Verfehlung der Geschäftsführung nicht in der Lage war, dem verbliebenen Geschäftsführer Schwarz so zu kündigen, dass er nicht noch mit Millionen nach Hause geht, das sollte man auch prüfen. Und das gehört eben auch zur Überprüfung der Tätigkeit des Aufsichtsrats. Und man muss natürlich überprüfen, ob der Aufsichtsrat seine Entscheidungen zu den verflossenen Eröffnungsterminen
oder auch zum chaotischen Rausschmiss der PGBBI auf der Grundlage eigener Erwägungen und Erkenntnisse, die einer Sachprüfung standhalten getroffen hat, oder ob er, wie zuvor, dies auf der bloßen Empfehlung einer unfähigen Geschäftsführung getan hat. Das ist der Sinn einer nochmaligen Haftungsprüfung, und deswegen stimmen wir ihr zu.